Auch mein Tätigkeitsbericht, mein ausführlicher, steht en detail im Wiki und in unserem Vorstandsportal. Ich sage jetzt nur ganz kurz was dazu. Meine Aufgabe war naturgemäß, schon von Amts her, nicht zu laut, zweigeteilt. Das eine war, dass ich dafür verantwortlich war, zu gucken, dass wir zu unseren Positionen kommen und auf welchen Wegen und die Infrastruktur zu gewährleisten. Das zweite war, die Positionen nach außen zu tragen. Ich habe das erste Jahr primär intern gearbeitet, ich hatte meine Ruhe. Ich habe den ersten Monat benutzt, mich einzuarbeiten in die Strukturen der Piratenpartei und hatte am Ende des Monats ein Konzept, wie Meinungsbildung funktionieren kann. Ich habe danach daran gearbeitet, das umzusetzen. Ich war hauptverantwortlich für die Verbesserung am System Liquid Feedback. Das heißt nicht, dass ich die Arbeit gemacht habe, ich habe nur die Entscheidungen getroffen. Ich habe viel über Meinungsfindung geschrieben. Ich war ein bisschen Streitschlichterin. Ich war ein bisschen jemand, der die verschiedenen Positionen zusammengebracht hat, in Diskussion gebracht hat. Ich habe immer wieder einzelne AGs und Arbeitsgruppen mit Positionspapieren beauftragt, teilweise sich widersprechenden Positionspapieren, über die man abstimmen konnte. Gegen Oktober ist mir das Ganze aber ein bisschen um die Ohren geflogen, weil ich da in der Pressekonferenz saß, in der Bundespressekonferenz. Und ab da wurde meine zweite Aufgabe sehr viel wichtiger, nämlich das Repräsentative. Ich habe aufgrund dessen nicht alles geschafft, was ich mir vorgenommen hatte. Ich habe noch immer nicht eine Struktur etabliert, die ich am Anfang mit Themenbeauftragten plante, wo mir die Partei gesagt hat, das geht so nicht, das hat so viele Schwächen. Ich habe es noch nicht geschafft, die Fachmatrix zu etablieren, die als Alternative dazu vorgeschlagen wurde oder auch nur ein Konzept dazu auszuarbeiten. Das muss ich an meinen Nachfolger übergeben. Was ich allerdings dann viel gemacht habe, war mit der Presse zu sprechen, mit Wissenschaftlern zu sprechen, an Unis, auf Podiumsdiskussionen, auf verschiedensten Veranstaltungen und zu versuchen, das, was wir wollen, das, was wir ändern wollen, unsere Ideen, möglichst einfache Sätze zu fassen, möglichst umfangreich zu erklären. Und in letzter Zeit bin ich eigentlich mit anderthalbfacher Stelle damit beschäftigt. Zuletzt möchte ich sagen, ich glaube, ich habe alles getan, was ich tun konnte. Es war nicht perfekt, aber ich bin selbst zufrieden. Mich mit meinem Nachfolger zusammenzusetzen und eine vernünftige Übergabe zu machen. Danke sehr.